Na? Hallo? Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du schon so früh anrufst. Ja, Ich manchmal jetzt schon, wo ich geht gerade bin. das. Noch auf der Insel? Nee, auf dem Wasser, Ach also im so. Hafen von San Andreas. Ja, Hast kommt du ihr die? da weg oder soll ich euch da abholen? Also, Preis ist da sicherlich mit bei, oder? Nee, Preis ist nicht mit. Du kannst uns gerne abholen, ja, aber musst dich beeilen, weil wir sind zu einem Termin unterwegs. Ja, dann bin ich gleich da. Wir sind gerade eingelaufen. Alles klar, super, bis gleich. Hi. Schnucki, wie geht's denn so? Ganz gut. Ich habe in einem schönen, weichen Bett geschlafen. Nein, 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 nein. Das hört sich ja fast an, als würde es dir besser ergangen sein als uns. Ja, ich habe ganz viel Essen und Trinken bei. Das ist Oh, da toll. braucht auch ein bisschen Ich staune Gerichtsverpflegung überhaupt, gleich. wie du das aushältst. Ich hätte hier keine Nacht zubringen können. In so einem schönen, warmen, weichen Bett geht alles. Oh, und schick siehst du aus heute. Du hast jetzt nicht zufällig noch irgendeinen Uiuiui. anderen Wagen hier, oder? Nee, ich habe nur deinen hier. Übrigens haben wir jetzt rausgefunden, dass man auch von der Garage liefern lassen kann nach Kaio, Ach. ne? Ist das nicht geil? Ja, hier, wo geht's denn jetzt hin? Jetzt fahren wir erstmal zum Gericht und da können wir uns die Taschen voll machen. Ja, genau, ihr müsst dann unbedingt Essen und Trinken rausnehmen, weil dann kann ich Messer und alles wieder Ja, in ja. den Kofferraum legen, der ist voll. Gericht. Ich bin mal nach hinten gegangen. Und mit dem Wagen bist du gut zurechtgekommen? Ja, alles easy. Außer dass er einen recht kleinen Kofferraum hat. Was heißt kleiner Kofferraum? Das ist halt nur so ein kleiner Koffer. Ja, eben. Das ist halt ganz schön Im winzig. wahrsten Sinne des Wortes, ja. Gott, heute ist ja so ein richtig so ein Showdown, ne? Ja. Um Caio Perico. Vollkommen verrückt. Das wird Ja, was aufregend. genau wird jetzt heute entschieden? Na, heute wird ja so viel entschieden. Heute wird er uns ja mitteilen, ob die Vereinigten Staaten von Amerika oder besser San Andreas Caio Perico für sich beansprucht und damit einen ja, Krieg vom Zaun brechen. Er wird sagen, ob wir für unsere Entführung und miese Behandlung jeweils 1 Million Dollar bekommen und so weiter. Also das ist schon einiges, ne? Warum parkst du denn so weit weg? Uiuiui. Das ist doch gar nicht weit weg. Außerdem ist da vorne sonst immer voll und da ist auch eine Bushaltestelle und da will ich auch nicht parken. Eine Oh Gott, das ist ja Bushaltestelle. vollgepackt. Da kann ich ja, also da kann ich jetzt erstmal richtig, Ja, schlag zu. richtig. Also ich bin halt auch so ein richtiger Eistyp, ne? Also. Oh, das Ratatouille nehme ich mir komplett. So. Und dann kann ich ja meine Pistole reinlegen, ne? Ja. Den Platz ist. Ach, eine Pistole ist tatsächlich gar nicht so groß. Gut. Das habe ich schon unter Kontrolle. Fertig, ich bin fertig. Aber dein Ach Fuchs so, dann schlagt dir packe ich die meinen. Taschen voll. Ja, ich muss auch meinen Kram einpacken. Moment. Oh, was hast du denn Da muss das alles sowieso noch eine Feines? Pistole von mir drin gewesen sein, ne? Noch Ja, die liegt jetzt im eine. Handschuhfach. Ach, die liegt im Handschuhfach, okay. Gott, ich Bullet-Rocker, habe der so viele darf man Waffen nämlich nicht inzwischen, mein anfassen. Gott. Dann kann ich nämlich die von. Kann ich nämlich meine Candy zurückgeben? Die ist nämlich, glaube ich, von Candy, die ich hatte. Also du leistest ja auch bei jeder Frau eine Waffe, oder? Ich leihe die ja nicht, in der Regel bezahle ich die ja.
So, dann muss da meine Pistole rein und meine Taschenlampe muss da rein. Was ist denn Okimoki? Okimoki, ah, das ist das Alkohol. Du hast dich umgezogen für die Veranstaltung? Ich dachte, wir treten jetzt im Kampfanzug auf, das ist jetzt modern. Ach, dann nehme ich mir noch 5 mehr von diesen Pulled Pork Burgern, da ist ja jede Menge von da. Was anderes an. Ja, nimm. Und noch 3 Eistee. Nimm dir ruhig 5 Eistee. Ja, ich habe jetzt 8 Eistee. Das ist halt einfach zu viel, der muss ein bisschen leerer werden, der Kofferraum. Der muss leerer werden, ja. Dann ja, also nimm dir so viel Essen und Trinken, wie geht. Weiß nicht, was überbleiben und dann. So. Ich bin voll ausgestattet. Das reicht mir wahrscheinlich für die nächsten Wochen. Pipeline Wonder Waffles habe ich selber noch von Candy. Ja, das ist doch super. Dann kann es ja losgehen. So. Dann muss ich erstmal die Pistole reinpacken. Oh, Justus, hast dich schick gemacht, ja? Ah, ich könnte auch noch schnell andere Schuhe vielleicht anziehen. Ah, wo habe ich die denn in meiner Tüte hier? Ja. Hast du es, mein Liebes? Soll ich vielleicht einen Stahlhelm tragen? Nein. Warum? Was heißt denn hier nein? Nein, das ist. Ich finde ja die Jacke schon furchtbar. Also die finde ich ja toll. Also die finde ich richtig toll. Nee. So. Ich glaube, jetzt habe ich es. Taschenlampe ist weg. Alle Pistolen, Schlagringe, Messer abgelegt. Ja. Ja, dann. Kann's losgehen. Wundervoll. Vielleicht können wir die Jacke ja nochmal mit einem anderen Muster kaufen. Was heißt mit einem anderen Muster? Die ist doch toll. Es sei denn, du hast für mich einen Leoparden. Also einen Leopardenmuster. Ich mag ja Leoparden. Ne? Aber Tier. Oh Gott, die armen Tiere. Ach komm. Irgendwann muss jeder sterben. Oh, sieh nur. Da gehen wir jetzt nicht hin. Abend. Bis später. Man geht doch nicht während eines Prozesses zu den anderen. Das macht man nicht. Wo ist es bereits offen? Sie hassen mich. Lynn. Ja, ja. Geh weg von der Tür. Ja, geh doch einfach weg von der Tür. Geh doch weg von der Tür. Ah. Geht doch alle mal weg von der Tür. Diese Türen, die sind so schwer. Ihr müsst da weggehen. Fuchs, geh doch weg. Fuchs raucht lieber draußen. Ja, da drin ist nichts los bisher. Ja, dann warten wir hier. Wird ja irgendwann losgehen. Bei diesem Showdown.
Schau mal in Vision News. Ach, die haben wieder nichts geschrieben, ne? Kannst du halt auch nicht ernst nehmen. So eine wichtige Entscheidung und die Presse interessiert sich dafür nicht. Gott, ich träume von einem freien Caio Perico, wo du, liebe Lynn, Bürgermeisterin bist und Fuchs vielleicht Stellvertreter, wo wir eine eigene Airline haben. Ja. Oder gerne sind die beantragt. Mal schauen. Ja, es bleibt spannend. Ich bin auch mal gespannt. Absolut. Wie sich das Ganze entwickelt hier. Jetzt müssen wir erstmal hier durch, ne? Ja. Richter ist dann auch wieder Penny Button. Da gehe ich fest von aus. Wer soll es denn sonst machen? Ja, vielleicht irgendwie ein eingeflogener Bundesrichter oder so. Ja, wir müssen dann natürlich auch mal gucken, ne, vielleicht, dass wir... Ach, das ist ja alles doch nicht, alles doch nicht wirklich spruchreif, ne? Rede ruhig weiter. Ja, dass wir ein bisschen die Bevölkerung aufbauen, ne? Aufbauen? Ich hab, was haben wir mit der San Andreas-Bevölkerung zu tun? Nein, Caio Perico. Ach, Caio Perico, da musst du gar nichts tun. Ja, ich gut, wenn die entsprechenden wirtschaftlichen Anreize da sind. Wenn die wirtschaftlichen Anreize da sind, wenn es eine vernünftige Verbindung gibt zwischen San Andreas und Caio Perico, dann wird das alles. Ja, und wir müssen halt gucken, je nachdem, wie das jetzt hier entschieden wird, ne, dann müssen wir auch ein Konsulat oder so haben. Ja, streng genommen ist das wohl so. Für in Not geratene, ne? Caio Pericaner, oder es kann ja immer sein, dass man in die Fänge der hiesigen Justiz gerät. Ja, oder auch für die San Andresianer, ne? Die ja möglicherweise ihren Pass verloren haben. Ja. Sprich ruhig weiter. Ich schaue gerade auf mein fantastisches Mobilfunktelefon. Ist es wirklich so fantastisch? Mikrofunk. Ganz einfaches Modell. Was habt ihr denn heute für eine Funkfrequenz? Sagst du immer die Funkfrequenz? Ja, das ist die 1, was hatten wir gesagt? 10321. Gott, die werden immer länger. Super, ne? Wie soll ich mir das alles merken? Ja, du brauchst das ja nur für heute. Für heute zu merken. Auch immer nur eine von den Frequenzen. Ach ja. Ja. So, und Lynn wird Bürgermeisterin, ja? Das denke ich doch, oder? Was heißt, du auf den... Nein. Miss Henker. Ich habe gesagt, ich mache dich zu einer modernen Frau Kennedy. Ich weiß gar nicht, ob ich da so gut geeignet für bin. Ach, ich sehe dich schon als eiserne Lady. Das wird. Frauen in der Politik ist immer besonders. Gerade wenn man dann Henkerfrau ist. Du machst das, Schatz. Ich habe da vollstes Vertrauen zu dir. Also irgendwie muss ich gerade an Marie Antoinette denken. Hat die nicht alle geköpft? Ja, das will ja nichts Schlechtes sein. Ich meine, es gibt so viele Mäuler zu stopfen auf der Welt.
Marie Antoinette war auch die, die diesen wunderbaren Vergleich brachte, ne? Die dann sagte, naja, wenn es kein Brot draußen gibt, dann sollen sie halt Kuchen essen. Ja, da sehe ich dich, Lynn, da sehe ich dich. Ein eigenes kleines Gefängnis auf der Insel wäre auch toll. Oder so ein Folterknast. Ja, Folterknast. Das ist klar, da steckt Preis mich dann wieder rein, wenn wir uns gegenseitig anzicken. Lieber nicht. Da könnten wir im Auftrag Verhöre durchführen. Möglicherweise bietet sich eine enge Kooperation hier mit dem Festland. Hast du gerade gesagt, ein Folterknast? Ja, auf so einer Insel. Was soll denn das? Es gibt genügend Folterknäste auf der Welt, da brauchen wir doch nicht auch noch einen. Ja, aber vielleicht bekommen wir dadurch unsere Unabhängigkeit, ne, wenn hier der Staat auch was davon hat. Ja, Moment, die bekommen wir schon. Und wenn nicht, werden wir ganz sicher keine Folterknäste bauen, damit die dort ihre Leute verhören können. Das geht hier nicht. Nein, das machen wir nicht. Ja, wir könnten ja ein Gelände verpachten und wegschauen. Wieso? Du musst ja nicht mit, also körperlich foltern. Du kannst ihnen ja auch schlechte Musik oder schlechte Filme vorspielen. Richtig. Muss ja keine echte Hinrichtung sein. Es reicht nur, wenn man einfach eine ungeladene Waffe an den Hinterkopf hält. Außerdem muss uns das gar nicht interessieren. Wir könnten einfach ein kleines Stückchen verpachten. Okay, das spricht nicht auf Zuspruch bei dir. Die Frage ist doch, wann ist der Richter hier? Ja, sobald er einen Parkplatz gefunden hat für sein flammendes neues Fahrzeug. Ne? Ist das Foley? Ja, habe ich hier vorhin einmal kurz gesehen. Ja, gestern hatte er mir angeboten, irgendwie meinen Fall zu übernehmen, aber das ist ja eigentlich schon abgehakt. Er ja, hat da irgendwie noch eine Rechnung offen mit dem Jackson. Ja, ja. Zumal, was soll das auch? Ich meine, da gibt es ja andere Leute, von denen man sich vertreten lassen kann. Außerdem, ich habe dich doch vertreten in der Sache. Ja, ich habe auch gesagt, ich sehe da gar keine Notwendigkeit. Und also bin ich doch schon freigesprochen quasi. Ich habe meine Strafe schon abgebüßt. Verbüßt. Sag das nicht so, sag das nicht, dass es Strafe ist, sondern bist entführt worden. Und dieser Richter Pennybutton hat zumindest mal in die richtige Richtung entschieden. Ja, genau, auf die endgültige Wiedergutmachung warte ich noch hier. Ja. Du musst ein bisschen jammern und sagen, dass diese seelischen Namen, die das hinterlassen hat, nie weggehen. Gehen Sie auch nicht. Ich habe jetzt schon einen ganz steifen Nacken, weil ich ständig nach oben schaue, ob da irgendwo ein Helikopter kommt. Siehst du? Gott. Ja, das, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Und jetzt, Moment, ich muss noch was ändern. Vielleicht hört ihr ja auch manchmal im Hintergrund ganz leicht. Ratscha. Genau. Sehr belastend. Führt zu Schlafstörungen. Schlafmangel ist die reinste Folter. Das kommt dazu, ja, stimmt. Naja, das dürft ihr nicht vergessen. Da. Und vielleicht kannst du auch gar nicht mehr mit dem Flugzeug von Insel zu Insel fliegen, weil sobald du einsteigen willst, kriegst du da Belastungsstörungen und musst glaubst rein. Du? Bei EW ist Gott, klar, das war ja furchtbar. Stell dir das nochmal vor. Das wäre wirklich furchtbar. Ich muss mal Candy anrufen. Wo ist denn Candy? Die hat sich doch auch auf die Fortsetzung gefreut hier. Ach, die hat ihr Handy gar nicht an. Ach, schade.
Ja, sie wollte ein bisschen kuren, ne? Also. Einfach mal abwarten. Ja, die ist ja jetzt schon wieder 2 Tage bei Vorleben. Wahrscheinlich ist das, dann zieht sie das auch ein bisschen runter. Hier in der Stadt. Das ist ja auch schon belastend, ja. Der ist so dunstig irgendwie heute. Ja, das ist dieser ganze Chemie-Scheiß, der da in der Luft ist. Von der Industrie ist. Hier ist doch alles verpestet. Ich kann auch gar nicht mehr richtig atmen. Oh. Direkt mal. Ich kann keine rauchen. Ja, dann schmeckt die Luft zumindest. Dann schmeckt die Luft so, wie sie riecht, ja. Leckere Luft, ja. Ach ja. So, na gut, dann probieren wir mal was von diesem fantastischen Eistee, den du gemacht hast. Die habe ich ganz neu ausprobiert, das Rezept. Ja, das ist ganz, ganz, ganz lecker aus frischen Instant-Früchten. Ja, doch, der mundet auch. Ja, sehr gut. Oh, ich bekomme einen Telefonanruf. Ausgerechnet ich von Herrn Preis. Oh, der vermisst sein Boot. Timur? Guten Morgen! Na, zurück! Dein Boot, ja, das ist. Da sind ein paar von unserer Truppe unterwegs mit. Ne? Also. Ja, wir sind ja so viele, ne? Soll ich jemanden schicken, der dich abholt? Ach, sind so viele Leute, ne? Ja. Ah, und jetzt kriege ich auch gerade das Signal von jemandem, dass dein Boot wohl an der Tankstelle steht, an der Bootstankstelle in San Andreas und die haben wohl aus Versehen falsch getankt oder der Tankwart hat ihn falschen Diesel reingemacht, aber sie haben wohl nicht, den Motor nicht gestartet, aber wussten sich nicht zu helfen und haben es jetzt stehen lassen. Gar kein Problem, der Herr Preis kümmert sich darum, verspreche ich Ihnen, ja? Ja. Ja. Ja, kennst du nicht, Freunde. Ja, es war dringend. Wir sind am DOJ, ob du dich vielleicht darum kümmern würdest, dass dann bei dir, also du solltest dir den ACLS zur Bootsgarage holen und denen sagen, dass Ja, dann muss ich wohl Lin schicken. Ja, 2 Schlüssel. Alles klar, gut. Na dann, tschüss. So, Lin, dann gebe ich dir jetzt den 2 Schlüssel mal für das Boot. Und wo ich meine, er ist richtig begeistert, oder? Wo steht das andere Boot? An welcher Tankstelle? Er hatte tot an der Bootstankstelle. Willst du dich darum kümmern dann nachher? Ja, naja, muss ich ja, weil Preis wird ja das Festland hier nicht betreten. Gut. Also steht das hier an der Insel, an der Bootstankstelle? Steht ja hier an der Bootstankstelle, genau. Okay. Ja, natürlich, kümmere ich mich drum. Das ist so lieb von dir.
Ja, jetzt muss die arme Lynn wieder ausbaden, was diese bösen Leute angerichtet haben. Ne? Es ist auch voll getankt. Aktuell funktioniert aber dieser Tempomat nicht richtig, ja? Oh, wie schade. Na gut. Ich hoffe da demnächst auf ein On-Air-Update. Ja. Pass auf dich auf, das ist für dich das erste Mal, dass du über die große See fährst und selbst navigieren musst. Ja. Du weißt, wo die Insel liegt, wo du ja dann musst. Die liegt im Südosten unserer Stadt. Ja, wo wir jetzt sind. Ja. Gibt ihr Preis noch die Funkfrequenz durch? Kann er mich anrufen? Ja, das können wir machen. Alles klar, super. Gut. Bis später. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Funkcheck. Rotes Tier hört. Hör dich. Monika und irgendjemand, kann mich irgendjemand hören? Ja, wir hören dich kommen, aber man braucht gar nicht mehr kommen sagen, weil wir haben Roger Piep. Preis? Ja, ist klasse, danke. Bin jetzt auf dem Weg. Gesehen. Hör dich, treff an der Bootstanke dann.
Nee, da, wo wir immer die Bösen fahren. Okay, gehört. Liebes, du kommst zurecht? Ja, ja. Ich frag von Freunden, können die Dinger sich eventuell bei zu viel Wellengang umdrehen? Nein, eigentlich nicht. Das soll eigentlich nicht passieren. Also man muss schon sehr, sehr blond sein, um das zu erreichen. Sag mir nicht, ob du das Boot kaputt gemacht hast. Noch fahr ich. Noch besser ist es, beeil dich mal. Du Mäuschen, kommen. Ja, höre. Wenn du dann nachher im Hafen rumrangierst, denk daran, dass die große, lange Taste die ist, um die, um das Ruder zu entsperren, dass es noch weiter rumgeht. Verstanden. So, warte, wir tauschen. Ich fahre das Ding nicht weiter. Oh, ich dachte, ich habe mal Ruhe. Nee, das ist total ätzend. Und vielleicht habe ich mich auch zwischendurch verfahren. Verfahren. Das ist das Meer. Auf dem ich mich vielleicht verfahren habe. So, ich rufe jetzt mal bei Palito Automotiv Dingsbla oder an und frage, ob die jetzt dieses andere Boot ab saugen können. Wenn ich den ACLS anrufen. Naja, nicht vorhalten, also doch erzähl es. Ich hasse sie jetzt schon. Im Kofferraum von dem Boot ist Essen und Trinken. Oh, wunderbar. Ich brauche ein Boot betanken könnt ihr. Ich war nicht dabei. Warum würde ich aus, wenn ich stelle? Das ist die Nummer für Ihren Komma. Wie kann man helfen? Ja, hallo! Es gibt das Problem, dass ich jemanden bräuchte, der ein Boot aussaugen würde. Und zwar wurde das wohl falsch betankt. Also, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Oder das war nicht ich, ja, also wirklich ganz klar klarstellen. Nee, bei Boot aussaugen. Ui, dünnes Eis. Nicht wundern, ich habe fantastische Laune heute. Eine Bootsreparatur, ist das am Bootssteg oder was? Ja, genau, das steht noch in der an der Tankstelle. Ja, das am Yachthafen, denke ich mal, ne? Da müsste ich halt von der Bootsrampe das Funksignal für unser Lesegerät aufnehmen und dann könnte ich mit unseren kleinen Bötchen nah dran und das wahrscheinlich auch irgendwie machen. Das kriege ich hin. Ja? Dauert gerade ein paar Minuten und dann bin ich drüben. Ja, wir sind auch noch auf dem Weg hin. Okay, alles klar. Super, danke. Bis gleich. Oh, bitte. Tschüss. Ciao. Und können Sie es auspumpen? Ja, kann er. Macht er. Der muss nur dann irgendwie selber von der Bootsrampe mit dem Boot rüber und irgendwie, ja, keine Ahnung.
Naja. Und wer hat das falsch betankt? Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich Justus, oder? Wer denn sonst? Wer ist denn mit gefahren? Ja, ich nicht. Ja, siehst du, was bist du denn so gereizt? Dass es hier anscheinend Leute nicht hinbekommen, ein verdammtes Boot richtig zu betanken. Boot! Boote, Boote, Boote. Mein Boot. Das sind beides meine Boote. Das gibst du ihm auch einen Schlüssel dafür. Du weißt, dass er nicht mal Auto fahren kann und lässt ihn ein Boot fahren. Ja, sonst kommt er ja gar nicht von der Insel. Ja, okay. Ja, außerdem ist das, was du gerade machst, Victim Blaming. Nein, egal, egal. Egal, was ich jetzt dazu sage, es ist. Noch besser ist es. Ist irgendwer drauf, sich wieder um die Scheiße kümmern? Ich. Wir, wolltest du sagen. Wir. Ich frag mich eh, wie er es geschafft hat. Das sind doch Benziner. Wie hat er denn den Dieselrüssel da reinbekommen? Auch wahrscheinlich mit Gewalt. Bist du nicht so willig, so brauche ich Gewalt. Was ist das denn her? Das ist der Erlkönig. Ah, Erlkönig. Das stimmt. Oh, wer reitet zu spät, geht durch Nacht und Wind. Ne? Der Vater mit seinem Kind. Dann kommt irgendwas mit Fieber und so, bla bla. Ich mag das Gedicht, weil am Ende ist das Kind tot. Stimmt, das Kind ist tot. Na, wird schon seinen Grund gehabt haben. Und was machen die eigentlich auf dieser anderen verdammten Insel? Heute ist irgendeine Gerichtsverhandlung. Gott, okay. Aber als wir da waren, da standen irgendwie alle nur draußen und ja. Oh, ich könnte mir langsam mal die Fußfessel abnehmen lassen, fällt mir gerade auf. Wie kannst du dir abnehmen lassen? Das verjährt jetzt alles. Ach. Also ich weiß immer noch nicht, was verjährt ist, aber auf jeden Fall, das ist wohl verwehrt jetzt. Aber meinst du nicht, wenn du da jetzt irgendwo hingehst und sagst, du willst sie abhaben, dass sie dann sofort kommen und sagen, wir haben hier noch einen Haftbefehl? Nee, den gibt's ja auch nicht mehr. Wie, den gibt's nicht mehr? Nee, der Herr Schmidt ist auf die Insel gekommen und hat mich dort befragt. Ach. Ja. Das ging? Das hat er so gemacht. Das ist ja super. Das heißt, du kannst dich wieder frei bewegen? Ein freier Mann. Gott, wie schön. Ach, schau mal. Ich freu mich. Guck mal, da ist er da schon. Die orangefarbene Boote, ist ja witzig. Ui.
Hallo. Rennstrecke unter Harmony. Ach, diese, die Cross-Strecke meinst du? Ja. Machst du mal das andere Boot aus? Ach so, was, stimmt. Den was ich, ja. Für klar. Ein Fahrzeug ist es denn? Ich reiß ihm den Kopf ab. Och, ich meine, wenn wir gerade mal dabei sind, machen sie alles. Ne? Machen sie. Ja klar, komplett bauen sie einen neuen Motor ein, ist mir vollkommen egal, legen sie Paddel dazu, aber machen sie, das bezahle ich auf jeden Fall schon mal nicht. Also bezahle ich jetzt, aber ich hole mir das Geld wieder. Ja, ja. So, was können sie da machen? Ein Speedmotor rein, was machen wir? Sekunde, Boot. Okay, ich habe den General überholen, ist mir vollkommen egal. Bauen sie einen M249 vorne dran von mir ist. Ach, der Justus wird bezahlen. Acht. So, der Name wäre? Preis, Timo Preis. Preis. Ach, mal nicht. Gut, zack, zack. So, das falsch. Getankt. Also, das rauszuziehen. Wird ein Weilchen dauern. Dann der Service. Hatte ich gesagt, 631. Von da mit Arbeitskosten. So. Sind Sie jetzt bereit, sich festzuhalten? Na komm. Was der Preis betrifft? So, sagen Sie es. Soll ich sagen? Warte, ich komme hier hoch. Die Dame steht hinter Ihnen, die kann Sie auch noch auffangen. Gut. $2,664. So, machen Sie 3.000. Okay. Und 5 holt sie dir wieder. Sehr gut gefasst reagiert. Ja. Und auf die Quittung schreiben sie 5. Zack, so, Dingy. Dann. Hinträuchen. So. Spendeli. 3000 haben sie gesagt. Und so einmal die Rechnung. Oh. 3000. Oh, ups, sorry. Okay. Oh, ja. War das Absicht oder nicht Absicht? Nicht wirklich. Ja, das ist jetzt problematisch. Ja. Ist dann jetzt halt so, ne? Gut. Heiliger Bimbam. Ja, ist dann so. Gut. Dafür machen sie es extra schnell, habe ich gehört, ne? Ja, ich kann versuchen. Ich muss halt nur zurück mein Lesegerät wieder neu verbinden drüben. Das ist es, was uns fehlt. Ein Abschleppboot. Ja. Man kann die genug Boote ich. Haben. Das sehe ich. Ein so, dass man Boote, dann könnte ich hier das rüberziehen und da in Ruhe machen und peng, fertig. Jetzt muss ich mit meinem Boot rüber das Gerät neu verbinden und hey. Ja. Alin, ne? Hast du gehört? $10,000 gekostet die Reparatur, ne? Was? 15.000? Das ist aber echt teuer. 10.000 hat es gekostet, ne? Hast du gehört, ne? Ja. Justus wird 15.000 bezahlen müssen.
15. Ja, unfassbar teuer. Ja, aber so ist das, wenn man falsch tankt. Die, was? Die 20.000? Ja, das genau habe ich hier genau alles die. Eingegeben. Ja, sagen Sie, kann man an so einem Bild noch was machen eigentlich? Ich weiß nicht, ob man es tunen kann. Wie Sie sehen, wir haben ja auch so ein Viersitzer-Dingy und das ist, was wir halt draus gemacht haben. Mhm. Haben sie quasi es nur umlackiert, oder? Ja, ja. Ah, richtig. Okay. Und ob man da jetzt tunen kann, ob doch, man nee. Da noch was aus dem Motor rausholen kann, das weiß ich jetzt selber. Kann ich echt nicht sagen. Ach, alles klar. Ja, was, wie läuft das jetzt ab? Ja. Ja. Entweder sie warten hier. Das dauert, warte, lass mich nochmal gucken, 32 Minuten. Das wären 32 Minuten der Langeweile für sie. Oder sie fahren mit ihrem Boot oder wie auch immer, was sie machen müssen und kommen dann wieder zurück, weil eine Stelle ist ja noch hier zum Tanken für andere. Und können es dann gleich mitnehmen. Sekunde, mal kurz ans Telefon. ACLS, Ihre Nummer für Ihren Komma, wie können wir helfen? Oh, Petrovka, was los, Kollege? Ja? Viktor, 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 du Böser. Alles klar, gebe ich weiter. Kommt gleich jemand. Alles klar, ausräumen. Ja. Bräuchten ein Schlepper runter zur Verwahrstelle von Petrovka ein Fahrzeug abholen, bitte, danke. Ja, dann machen wir Letzteres, dann machen wir uns schon mal auf die Socken, ne? Müssen okay. wir was erledigen. Ja. Sie lassen es so einfach hier stehen, ne? Ja, richtig, super. Einfach so stehen lassen, ich kriege das dann schon hin und wenn er zurückkommt, könnte auch schon klasse. Das Teil wieder bewegen. Alles okay. klar. Dankeschön. Ja. Tanken Sie uns dann Ursache. Richtig voll. Hä? Tanken Sie uns richtig voll. Ja. Ja, klasse. Gut. Kein Problem. Super, dann, ne? Frohes Schaffen. Ja. Danke. Adieu. Adieu. Ach, du musst. Ja. Ja, drüber, drüben zum Anleger. Das schaffst du ja doch, oder? Ich geb mir Mühe. Ja, hast ja gesehen, wie teuer das sonst wird. Ach, da wird just das 10.000 Blech ein bisschen sehr ärgerlich. 15 habe ich gehört. Ja, von mir aus auch das. Das 11. Ja, willst du dann jetzt mit ins Gericht kommen? Boah, ich warte davor. In Saftladen gehe ich nicht rein. Ich bin gut. Ja. Oh, du schrammst da voll lang. Überhaupt nicht. Ankerlicht, so Anker setzen. Hab ne? ich. Ja, besser aber ist. Voll gut. Willst du dir vorne was zu essen und zu trinken mitnehmen? Das schon. Ja, du nimmst das Henkermobil. Ja.
Mann, das kackt hell, aber auch wirklich. Das fährt sich halt wie ein Panzer. Keine Polizei. Ihr könnt es bestimmt auch in den Vorraum wenigstens gehen. Bleib einfach hier stehen. Okay. Check. Boah, viel Spaß. Opfer respektive Zeugen. Den Ort. Die Richterschaft freigeben. Natürlich. Ist freigeschaltet. Ein Fallakte, ja? Die 13:15. 13:15, ja. Okay. Ja. Das war am 25.02. Ich nehme mal, das Gericht nimmt an, dass wenn seit dem 25.02. am 25.02. eine Aussage von der von Fuchs zu Wiese gemacht wurde, die bis heute, dem 2.03. in der Akte vermerkt sein sollte. Wenn dies nicht der Fall ist, nimmt das Gericht auch nicht an, dass so etwas stattgefunden hat. Wenn Sie nichts weiter dazu vorbringen können zur Verhaftung von Herrn von Fuchs zu Wiese, beziehungsweise gehen wir mal einen Schritt weiter nach der Verhaftung. Sie haben ein MPD, Sie wissen, wie lange Sie ihn festhalten dürfen, ohne ihn einen Richter vorzuführen. Dennoch war Herr von Fuchs zu Wiese über Nacht in den Zellen, in den Gewahrsamszellen des PDs. Können Sie das erklären? Nee, das könnten nur die Vorort beteiligten Beamten machen, die dort mit ihm unten in den Zellen waren. Euer Herr, bitte. Wir weisen darauf hin, dass der Herr Jackson die gesamte Zeit über dabei gewesen ist. Er versucht hier die ganze Zeit, die Dinge immer auf das PD abzuwälzen und auf die Beamten. Er selbst hat mit uns die gesamte Zeit über kommuniziert. Ja, aber auch im PD, oder? Auch im PD unten in den Zellen. Herr Wellibutner, würde ich gerne was zu sagen. Ja, bitte. Das ist faktisch falsch. Nach circa 20 Minuten, welche die Person unten in den Zellen saßen, wurde ich rausgelassen und das PD hat das Ganze im Einverständnis übernommen. Ich war also nicht die vollen, volle Zeit im LSPD. Okay, okay. Gut. Okay. So. Dann, danke Ihnen, Herr Jackson. Wenn Sie sonst nichts zu sagen haben zum. Ja. Euer Herrn, ich fordere Sie auf, Herrn Jackson zu vereidigen. In Bezug auf die Aussage, er wäre nur 20 Minuten bei uns gewesen, unten in den Zellen. Das ist eine Lüge.
Es ist eine dieser typischen kriegstreiberischen Taktiken des Herrn Jackson, um sicherzustellen, dass wir hier wie die Idioten aussehen. Vereidigen Sie ihn bitte. Das schafft ihr schon alleine. Herr Jackson, wenn ich Sie vereidigen würde, würden Sie an Ihrer Aussage etwas ändern, dass Sie 20 Minuten in den Zellen nur mit dem Herrn verbracht haben? Nein, würde ich nicht. Circa 20 bis 30 Minuten war ich dort unten. Oh, jetzt sind wir schon bei 30. Nein, 20 bis 30. Und auch das. Ich habe leider keine Stoppuhr gestellt, Herr Henker. Auch das. Aber wenn Sie das Ganze haben, wird das natürlich sehr praktisch. Oh ja, aber es sind bis 30. So, Frau Broad. Ein Folie, ein Ordnungskredit von $10,000. So viel Geld habe ich gar nicht, euer Ehren. Das ist voll gemein, das ist voll unfair. Sie arbeiten für die Staatsanwaltschaft, wenn Sie nicht so viel Geld haben. Ja, ich hatte gerade wieder Ausgaben. Dann kommen Sie in Ordnungshaft. Jetzt sofort? Ja, jetzt sofort. Oh, bitte, euer Ehren, bitte, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich mach das nie wieder. Ich mach das nie wieder. Ich mach das nie wieder, euer Ehren. Das glaube ich Ihnen nicht, Herr Vorhin. Das haben Sie schon oft genug gesagt. Dann teilen wir uns das. So. Okay. Oh, shit. Nee. Nicht dein Ernst. Oh. So. Okay, ich dir jetzt mal einen. Gut, Herr Jackson. Dann, im Bewusstsein, dass eine falsche eidesstattliche Versicherung eine Straftat ist und mit Strafe belegt ist, tun Sie unter eidesstattlicher Versicherung dem Gericht versichern, dass Sie 20 bis 30 Minuten mit den Herren Henker und von Fuchswiese im PD unten in den Zellen noch gearbeitet haben und danach in den Feierabend gegangen sind? Ja, würde ich. Ist die Frau Gut, dann haben Sie das Breo, das ist die Sekretärin vom ST. So, bitte einmal im Warum? Protokoll vermerken, Frau Brown. So. Okay. Tatsächlich okay. Ziemlich dämlich, ja. Dann hätten wir das. Ja. Danke, Herr Jackson. Das Gericht macht dann jetzt weiter ohne Sie. Einen schönen Abend. Ich dachte, auf 30 könnten wir das noch ausweiten. Ach so, gut, ja, dann weiten wir das noch kurz aus. So. Ja. Ich will jetzt einmal Überprüfung beim PD anrufen und der König fragen, ob jemand anderes die Leitstelle übernehmen kann. Hey. Schmidt eigentlich. Ja. Wie sieht's aktuell aus? Eher gut oder eher schlecht? Status für uns. Kommen. Ja, jetzt hier auf den Fall mal nicht. Alles erledigt? Ja. Oh, fantastisch. Ihr seid auf dem Weg zum Gericht, also du zumindest, Preis ja nicht. Dreh dich um. Hm. Ja. Wen liebes. Hast du das gerade mitbekommen, was passiert ist? Ja, so halb, ja.
Foley hat eine 10.000 Dollar Strafe bekommen. Und er hatte das Geld nicht und Candy hat es bezahlt. Ich habe sie gerade nochmal gefragt. Sie hat es auch bestätigt. Armes Engelchen. Ist das nicht schlimm? Ganz schlimm. Gott, dass ja bei denen das so ist, das finde ich so traurig für Candy. Ja, und wie lief es bis jetzt hier? Ja, ist eine normale Anhörung. Kann noch nichts Genaues sagen. Hm. Der Staatsanwalt lügt wie gedruckt. Auch so, dass wir es beweisen können, dass er lügt. Und jetzt, glaube ich, hat er auch gerade einen Meineid abgegeben. Und ich denke, das wird dann reichen. Ja. Aber ich finde das so schlimm. Ich finde das so schlimm für Candy. Irgendwas ist doch mit dem Foley auch. Ja, mal gucken. Da muss sie muss 10.000 für ihn bezahlen. Mensch. Das heißt, er hat nicht mal die 10.000 auf dem Konto. Das ist traurig. Apropos, du bist auch viel geldlos wegen dem Boot. Aber das klär mit Preis. Wird ein teurer Spaß. Wieso? Ja, das Abpumpen und alles. Auspumpen. Okay. Was da muss gar nichts abgepumpt werden. Das muss nur rausgelassen werden aus dem Dings einmal. Weil es ist ja beim Bootsmotor, gibt es da einfach dafür eine Ablassschraube, die kann man aufdrehen. Und dann kommt. Erklär das mit Preis. Das raus. Der hat bezahlt. Was hat er denn bezahlt? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Es war schon eine hohe Summe. Preis, was haben Sie dir abgenommen für das Spritablassen aus dem Bootsmotor? Mehr ist es ja nicht. Ja, und das Abschleppen und das wieder ranholen, die Arbeitsstunden, da sind wir bei 10.000 Dollar. Danke dafür. Gut. Wir haben doch einen an der Waffel, 10.000 Dollar. 10.000 ist doch absurd. Wie sieht's Informationen? Das hast du nicht gefunden. Jetzt der andere Officer gefunden, der... Nein! Das geht gar nicht. Du willst es mir. Oh, ich will mal die 10.000 Dollar. Und ich will die Rechnung von dir. Da müssen wir ein ACLS vor Gericht ziehen. Das geht gar nicht. Das ist halt einfach totale Wucher. Das ist. Geht nicht. Du bekommst das, aber wie gesagt, ich brauche die Rechnung. Und dann verklage ich diese Bande von Wichsern.
Herr Jackson, treten Sie bitte nochmal kurz vor. Euer Ehren. Ja, Herr Henker? Ich bemerke in letzter Zeit häufiger, dass Sie ausschließlich mit der Staatsanwaltschaft kommunizieren. Das verwirrt mich ein wenig. Über andere Sachen, Herr Henker. Findet keine Ex-Parte-Kommunikation statt. Hey. Ja, den Herrn, der gerade reingekommen ist, bitte nehmen Sie Ihre Kopfbedeckung ab. Wir sind in einem geschlossenen Raum. Bin so aufgeregt, wie es jetzt hier weitergeht. Hey. Auf was warten wir denn gerade eigentlich? Weiß man das schon? Immer noch auf Scumpies, okay. Hey. Ja, euer Ehren, worauf warten wir denn gerade? Beziehungsweise, wo ist das Problem gerade? Haben Sie nicht zugehört? Ja, irgendwie warten wir auf irgendeinen König. Das ist so nicht korrekt. Oh. Und dann wissen Sie ja doch, was wir tun. Wieso stören Sie das Gericht? Ich wollte nicht stören, deswegen frage ich doch nur. Ich bin schon wieder auf meinem Platz. Ich bin ganz ruhig, euer Herrn. Ich sag gar nichts mehr. Lynn? Ja? Hast du das gerade wieder mitbekommen? Da steht der Folie auf, ja? Hat gerade erst 10.000 Dollar Candy verursacht und riskiert gleich die nächsten, ne? Naja, das ist, das ist doch unverantwortlich. Ich glaube, der denkt da manchmal nicht so. Der denkt wahrscheinlich nicht nach. Der Mann ist Staatsanwalt, der muss von Berufswegen nachdenken. Der ist wahrscheinlich vollgedröhnt wie sonst was, ne? Meinst du, der ist hier vollgedröhnt auf Arbeit? Der wahrscheinlich schafft, sich vernünftig auf eine Bank zu setzen. Ziehen Sie Ihre Kappe ab und setzen Sie sich vernünftig hin. Hier ist was los. Aber am unangenehmsten ist Foley. Also Foley ist ja so unangenehm. Finde ich jedenfalls. Arme Candy. Ja.
Müssen wir Candy wohl helfen. Naja, oder ihr lasst das alles laufen. Foley fährt das ganze Ding gegen Baum und Candy erkennt es dann selbst. Weil wenn wir was sagen, dann verteidigt sie ihn noch und. Und wenn sie aber selber erkennt, wie schlimm das ist, dann... Aber ich kann Candy doch einfach die $10,000 geben, oder? Bleibt Herr Campi. Oder meinst du, dass das zu offensive ist? Ja, dass die auf dem Weg hierher sind. Nee, das brauchst du gar nicht. Ich glaube, das hat sich anders gelöst. Ja, kann ich dazu auch nicht sagen. Alles gut, das hat sich anders gelöst mit dem Geld. Schon rausgefunden. Okay. Jemand anders hat dir das schon zurückgegeben. Wer? Ein Engel. Warst du es? Nee, ich nicht. Dann sag, wer es war. Nee, das war ihre Antwort. Also sie hat gesagt, es ist schon alles wieder gut. Sie hat alles gelöst. Na, ich weiß Bescheid. Was denkst du, wer es war? Dass mir hier niemand sagt, wer das war. Manche Dinge müssen doch nicht aufgeklärt werden. Doch. Manchmal kann es einfach ein Geheimnis bleiben. Das ist schon wichtig, weil wenn das zum Beispiel sein Typ, der da rechts von ihm sitzt, war, dann ist es zum Beispiel hochkriminell, ne? Nein. War es wahrscheinlich nicht, nein. Ganz entspannt. Hast du übrigens mitbekommen, dass diese Cox auch schon wieder im Stadion ist? Also hier bei Gericht? Nee, ich habe die gar nicht gesehen. Da vorne sitzt sie, schräg gegenüber. Hinter dir. Ja, ich drehe mich unauffällig um. Oh Gott. Hauptsache, sie bleibt da sitzen. Das zieht sich ja wieder. Oh, ich glaube, jetzt geht's los. Oh, Scampi. Bin ich Campi? Guten Abend, Herr Campi. Treten Sie doch bitte vor zu uns. Und in den Zeugenstand. Gut. Herr Campi. Ja. Wie waren andere Officer, die Herrn Henker und Herrn Fuchs zu Wiese in den Zellen betreut haben, ja? Ja, richtig. Wunderbar. Eine Nacht vom 26. auf den 27. Gut, die allererste Frage. Wurde denn von Fuchs zu Wiese polizeilich befragt in der Zeit, wo er im PD war? Da habe ich keinen kritischen Stand bei, weil bei dem Herrn war ich nicht dabei. War nur bei Herrn Henker dabei. So korrekt. Fuchs zu Wiese können Sie also gar nichts sagen. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Weil an den Abend, wo die beiden Herren in die Zellen kamen, war ich nicht anwesend. Ich war am nächsten Tag, weil Herr Henker hat sich, sobald er sich eingeliefert worden ist, hat er sich hingelegt. Und wo er wach geworden ist, da habe ich ihn mit der 27 betreut. Okay, das heißt, Sie waren gar nicht an dem Abend da, als Sie festgenommen wurden. Korrekt. Dass wir das ausgefunden haben. Gut. Dann, was wurde Ihnen mitgeteilt, wieso die Herren über Nacht im PD belassen wurden? Also, warum die einkassiert worden sind, hat man mir nicht gesagt. Nee, wieso Sie bei den... Bitte? Wieso Sie so lange im PD behalten wurden? Der Henker, der ist, sag ich mal, in die Zelle gebracht worden und der hat sich sofort schlafen gelegt. Der hat sich auf die Pritsche gelegt und hat sich hingelegt. Und der von Fuchs zu Wiese? Wie ich schon sagte, zu denen habe ich keinen Kenntnisstand. Keinen Kenntnisstand. Und haben Sie denn, wann wurden der von Fuchs zu Wiese, haben Sie das gesehen, wie der entlassen wurde? Auch das negativ. Zu dem Herrn habe ich 0,0. Und zu Herrn Henker, als er aufgewacht ist. Wurde er dann sofort entlassen, nachdem er aufgewacht ist?
Erstmal hat man ihn nochmal aufgefordert, dass er halt seine Identität, sag ich mal, zeigen sollte. Mhm. Max Ausweis. Diese konnte er nicht ausweisen. Dann wurde er halt telefonisch dann von der Staatsanwaltschaft irgendwann gesagt, dass er halt rausgelassen werden kann. Wann? Die Zeit habe ich jetzt aktuell nicht. Aber in den, sag ich mal, vor Ort, wo er die Letschel angerufen hatte, 20, 25 Minuten. Okay, das heißt, nach einer halben Stunde wurde er ungefähr entlassen. Korrekt. Okay. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft. Ja. Hey, Herr Jackson, wollen Sie mich Fragen an Herrn Kampi stellen, um das Ganze hier ein bisschen aufzuklären? Nein. Gut, Herr Henker? Ja, euer Ehren, ich würde gern vortreten, um den Zeugen zu befragen. Ja, aber... Ist doch ein Kreuzverhör, oder? Ja. Danke. Wie genervt, Penny. Euer Ehren, darf ich Sie trotzdem bitten, den Zeugen zunächst einmal vereidigen? Sie haben aber kein Zivilverfahren, Herr Henker. Hm? Darum geht es nicht, euer Ehren. Was wir hier okay. gerade erleben, ist, aber das ist ja sicherlich schon aufgefallen, geradezu grotesk. Mir ist ja Widerspruch aufgefallen in der Aussage. Ja. Gut, und deswegen möchte ich, dass Sie ihn vereidigen, damit wir hier demnächst endlich die ein oder andere Giftspritze setzen können. Warum? Warum Henker. Sagt er das? Ein bisschen weniger Polemik. Gut. So. Okay. So. Ja. Kampi. Gut, Herr Kampi, Sie werden dann hiermit vereidigt. Sollten Sie nach der Vereidigung Falschaussagen tätigen, zieht es schwere strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Bitte sprechen Sie mir einmal nach. Ich, Alessio Kampi, schwöre. Ich, Alessio Kampi, schwöre. Dass ich in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen einer Falschaussage. Bitte? Der strafrechtlichen Folgen einer Falschaussage. Dass ich strafrechtlichen Verfolgung. Der ja. strafrechtlichen Folgen. Der strafrechtlichen Verfolgung. Einer Falschaussage. Einer Falschaussage. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit äußern werde. Und nichts als die Wahrheit äußern werde. Gut. Dann Herr Henker, bitte. Herr Kampi, Sie haben gerade ausgesagt, dass ich mich direkt nach der Einlieferung in Ihre Zellen, also wirklich unmittelbar danach, schlafen gelegt hätte. Wie kommen also, Sie denn und, auf... So wurde mir das mitgeteilt. Ihnen wurde das so mitgeteilt, okay. Wann wurde Ihnen das mitgeteilt? An dem Abend. An dem Abend, von wem? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das wissen Sie nicht. Wissen Sie denn wenigstens die Uhrzeit, zu der Ihnen das dann mitgeteilt worden sein soll? Ich war in dem Fall nicht betraut, deswegen habe ich nicht auf die Uhr geguckt, wann das genau war. Aber Sie treffen eine Aussage, die Sie hier einfach so wiedergeben. Wie kommt das? Wenn man mir sagt... Henker wurde in den Zellen gebracht und er hat sich sofort schlafen gelegt.
dann gucke ich nicht auf die Uhr, um zu sehen, wann man mir das gesagt hatte. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Aber Sie sagen es hier als eine Wahrheit aus, Herr Campi. Da müssen Sie doch mal in sich gehen. Aber egal, Sie haben gerade etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie sagten gerade, Sie waren nicht mit diesem Fall betraut an diesem Abend. Ist das richtig? So richtig. Dankeschön. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Hey. Gut, wir kommen wohl nicht darum herum, die PD-27 dann doch förmlich vorzuladen. Erreicht haben sie ja leider nicht, Herr Jackson. Herr Campi, ich danke Ihnen. Sie können den Zeugenstand verlassen. Vielen Dank. Herr Jackson, ich hoffe, Ihnen ist aufgefallen, dass es eine erhebliche Diskrepanz gibt zwischen dem, was der Herr Campi ausgesagt hat und dem, was Sie selber gesagt haben. In Bezug auf die halbe Stunde, die ich mit den Herr Campi hat aber auch gerade gesagt, dass er mit den Personen nicht betraut war, beziehungsweise mit dem Fall nicht betraut war. Und das ja, auch nur das gehört hat, dass er sich direkt schlafen gelegt hat. Das sind die Informationen, die im PD weitergetragen werden. Und, das bedeutet, so ein Bericht, den Sie mir hier vorgelegt haben vom SWAT. Den muss ich dann auch als solches beurteilen. Diesen Einsatzbericht. Wenn so Informationen innerhalb des PDs weitergetragen werden, kann ich mir nicht sicher sein, dass diese Informationen, die so weitergetragen werden, auch der Wahrheit entsprechen. Dann brauche ich für alle zukünftigen Aussagen und Berichte und sonst was eine eidesstattliche Versicherung darunter von allen Beamten. Und das ist wohl nicht etwas, was wir wollen. Herr Fauli. Ja, vielleicht kann ich was dazu beitragen. Also, muss ich vielleicht, ich bin ja auch bei der Staatsanwaltschaft, wie Sie wissen, ne? Und der Jackson, der ist da so ein Spezialfall, der hinterfragt grundsätzlich nichts und so. Das können Sie jetzt bitte nicht auf uns alle hier beziehen. Das ist halt einfach seine Arbeitsweise, ne? Das muss man dann auch ein bisschen respektieren, so. Fauli. Oh, Hardy. Ja, bitte. Bin ich richtig in der Annahme, dass Sie die Ordnungsgelder für Herrn Fauli bezahlen? Schon? Ja, als sie noch Geld hatte. Herr Campi. Herr Campi. Euer Ehren. Ich jetzt gleich unseren Gerichtssaal wieder mit dem Herrn Green. Nehmen Sie direkt den Herrn Fauli mit, der kommt in Ordnungshaft. Oh nein, euer Ehren. Vorher würde Ihnen unsere Seite gerne als Zeugen hören. Als Zeugen? Ja. Was soll er aussagen? Er wird uns über die Arbeitsweise des Staatsanwalts Jackson berichten. Ja, die Arbeitsweise, darüber braucht das Gericht keine Aussage mehr. Herr Campi, ich würde dieser Bürgerpflicht gerne nachkommen, euer Ehren. Herr Campi, Herr Green, bitte nehmen Sie den Herrn Fauli mit und verbringen Sie in der Gewahrsamszelle des PDs. Ja. euer Ehren, ich weise darauf hin, dass von dem Officer Green will ich mich nicht abführen lassen. Gegen den läuft gerade ein Strafverfahren. Ich frage mich, wieso der überhaupt noch im Dienst ist. Ja, da frage ich mich, Herr Fauli, dann machen Sie Ihren Job. Oder sollen wir sie mitnehmen? Naja, euer Ehren, da muss man allerdings doch auch sagen, da reichen ja sonst normalerweise Briefe. Ja. Das ist ja heute ein. Dass da ein Strafverfahren läuft? Ich wusste nichts von einem Strafverfahren. Herr ich darf alles. Komisch, dass da keine Briefe geschrieben werden. So. Das Gericht rügt immens. Ach, schön.
sowohl was in dem Prozess hier gerade offengelegt wurde, die interne Kommunikation des PDs, als auch, wie es scheint, die Kollegialität innerhalb der Staatsanwaltschaft. Das Verhalten von der Folie war mutig und entschlossen. Unangemessen. Und nicht täglich. So viel dazu. So. Okay. Herr von Fuchs-Zuwiese, welcher PD-Officer hat sich um Sie gekümmert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe da keine Auskunft drüber erhalten. Die haben sich mir nicht vorgestellt. Und ich bin auch in dem Moment so verwirrt gewesen, dass ich da nicht nachgefragt habe. Mhm. Ja. Nur noch zusammen mit Herrn Henker entlassen, ja? Nein, ich wurde vor dem Herrn Henker entlassen. Der hat noch geschlafen, ich denke mal, ist eine gefühlte halbe Stunde vorher. Und wie viel Uhr war das ungefähr? Ja, ich meine, es waren so um die 19 Uhr. 19 Uhr. In der Aktenlage wurden sie festgenommen gegen 22 Uhr. Oh. 23. Also, es deutet derzeit alles darauf hin, Herr Jackson, dass die Festnahme von Herrn von Fuchs-Zuwiese nicht rechtmäßig war und auf das PD eine Zahlung zukommen wird für die verbüßte Haft von ungefähr 21 Stunden im Gewahrsam. Ich würde dazu gerne was ausführen. Die Uhrzeit, die in der Akte angegeben ist, ist die Akte, die Uhrzeit, in der Herr Morningstar das Ganze, die Anzeige aufgegeben hat. Der tatsächliche Einsatz war gegen 1.30 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht. Okay. Ja, gut, so viel dann zur Länge. Wie gesagt, wie lange es jetzt dann im Endeffekt war, lässt sich noch herausstellen. Haben Sie recht. Noch vom Schadensersatz abgesehen. Ich möchte auch eine Stellungnahme abgeben. Ja. Für die Vollständigkeit halber ist es aber dennoch wichtig, dass wir uns die P27, die Betreuung vorgenommen hat, wenigstens anhören. Die ist auf Bitten des Gerichts nicht erschienen, auf ihre Verantwortung, Herr Jackson, weshalb das Gericht sie nun formell vorladen muss, unter Androhung von rechtlichen Konsequenzen. Ein Schritt, den das Gericht eigentlich nicht gehen wollte, vor allem nicht bei einem PD-Officer. Was wollten Sie ausführen, Herr Henker? Herr Herrn, mir ist das Zögern in Bezug auf meinen Namen aufgefallen. Deswegen bitte ich nochmal zu Protokoll zu nehmen, dass ich eine Fußfessel trage. Und ich bitte noch einmal zu beachten, dass Herr Jackson selbst ausgesagt hat, ich habe nur eine Unterhose getragen.
Das heißt, die Fußfessel war klar und deutlich zu erkennen und hat der Polizei jederzeit die Möglichkeit gegeben, mich zu identifizieren, euer Herrn. Und da haben sie auch tatsächlich mit Recht, Herr Enka. Dann ist das Argument mit der Gasmaske sogar auch vom Tisch, Herr Jackson? Das tut mir leid für Sie. Soweit wir wissen, ist es doch aber in solchen Fällen auch nicht erlaubt, die Fußfesseln einfach zu orten, auch nicht zur Identifikation. Wir wissen aber, wie die technischen... wie die Technik aufgebaut ist. Ja, richtig. Die ist nur über unser Ordnungssystem abrufbar. Aber die Fußfessel direkt kann man keinen Namen oder ähnliches abfragen. Heißt, wir hätten den Henker, beziehungsweise die Fußfessel des Herrn Henker orten müssen, um tatsächlich festzustellen, dass er das unten in den Zellen bei uns ist. Und Bereisordnung war ebenfalls nicht möglich, da wir keine Gefahr gewöhnen, irgendwelchen Personen zu der Zeit ausgingen. Das sind jetzt alle Schutzbehauptungen, euer Ehren, die diese angebrachten diese angebrachten Fußfesseln haben alle Nummern, die klar zugeordnet sind. Das wäre ja absurd anzunehmen, dass ein solcher Zusammenhang nicht besteht. Das ist ja unfassbar, was uns gerade hier versucht wird vom... Na gut, der Dexon hat versucht, technischen Details nochmal anders darzustellen. Ist aber auch im Endeffekt für die Endbewertung egal. Sie, und das ist, Herr das, Jackson, ist über- das Gericht glaubt nicht und Sie werden das Gericht auch nicht davon überzeugen können, dass weder Sie noch die SWAT-Beamten vor Ort nicht wussten, dass es sich um Herrn Justus Henker handelte auf der Insel. Egal, was er anhatte und was er nicht anhatte. Der Zug ist abgefahren. So. Frau Brold. Dann haben wir am Samstag Termine. Hey, O'Reilly. Ja, ich habe nochmal eine Nachfrage zu dem, was Sie dann jetzt gerade mehr oder weniger für mich entschieden haben mit der Fußfessel. Das heißt, im Entschluss für mich jetzt im Endeffekt darf ich jede Person, die eine Fußfessel hat, über die Fußfessel identifizieren, solange ich die Ordnungsdaten nicht benutze oder was. Das heißt, wenn hier einer im Gericht sitzt, darf ich seine Fußfessel auslesen und mir dadurch einen Namen beschaffen, nach dem, was Sie gerade gesagt haben. Es ging nicht darum, was Sie tun dürfen mit der Fußfessel, weil es ging darum... ob die Officer wussten, dass es sich um Herrn Henker handelt oder nicht. Darum geht es nicht. Wenn es darum geht, hat das PD, so wie wir, die Handhabe in der Person festzuhalten, bis sie durch ein rechtmäßiges Ausweisdokument identifiziert werden kann. Dabei ist es irrelevant, rechtlich gesehen, ob wir wissen, ob das der Henker ist oder nicht. Euer Ehren, nochmals der Hinweis. Ja, ich habe den Polizisten klargemacht, dass meine Ausweispapiere in Cayo Perico liegen, wo meine normalen Sachen waren. Das haben Sie schon in der letzten Sitzung klargemacht. Das ist ja ein Catch-22, den der Herr Reilly hier fordert. Ja, der Herr Reilly war auch nicht dabei in der letzten Sitzung. Sie hatte den Kenntnisstand ja nicht. Das hätten wir aber auch nicht an der Tatsache. Ja, das PD hat aber nicht die Handhabe, jemanden festzuhalten und selbst nach Aufforderung und Erklärung, wo diese Ausweispapiere sind, die Person sich nicht ausweisen zu lassen. Ja. Ruhig nur? Okay, wunderbar. Gut. Ja, dann tragen Sie 21 Uhr ein. Gut.
Des Weiteren ist das beim Herrn Henker und der Fußsessel ja nochmal auf was anderes, Herr Riley, weil die Fußsessel für den Henker nicht explizit nur angelegt wurde wegen einer Kautionsfestsetzung oder eben keiner Kautionsfestsetzung, sondern im eigenen Interesse und mit der ausdrücklichen Erlaubnis, sie immer orten zu lassen. Das hätte ich dann eigentlich ganz gern schriftlich, weil ansonsten weiß ich, dass ich hier auf der anderen Seite stehe, wenn ich das einmal mache, wenn es dem Herrn Henker nicht passt, da ich ihn in dem Moment geortet habe. Herr Riley, das haben Sie schriftlich. Das habe ich nämlich bei Ihnen schriftlich hinterlegt. Na, das wüsste ich, weil da hätte ich eine E-Mail bekommen von Ihnen mit Ihrer Unterschrift und die habe ich nicht bekommen. Herr Riley, Sie sind hier nicht der Nabel der Welt, Verzeihung. Fragen Sie beim PD nach. Keine Zwischengespräche hier. Und, ja, ob das, da stimme ich Ihnen zu, eine schriftliche Hinterlegung ist natürlich immer von Vorteil. Ich hoffe, das ist auch hier passiert und Herr Geiger. Selbstverständlich. So. Gut. Nach Absprache werden wir dann wieder vertagen auf Samstag 21 Uhr. Der Herr Müller PD 27 wird vorgeladen. Und dann kommen wir hier hoffentlich zu einem Abschluss. Damit ja, euer Ehren, die Kläger würden ein Angebot machen, damit wir nicht wieder vertagen müssen. Also wir würden im Gegenzug, wenn wir auf einen weiteren Termin verzichten, unsere Forderung auf $750,000 pro Person runterschrauben. Herr Jackson, wollen Sie dieses Angebot überdenken? Nein, werden wir nicht. Dann vertagen wir. Damit ist die Verhandlung hier geschlossen. Samstag wieder her, ne? Hey. Ja. Ja. Denn so ist es. Müssen wir Samstag schon wieder hierher, ne? Ja, wow. Und ich muss zu Candy, tut mir leid. Ich muss zu Candy. Ja, mach das. Irgendwo kurz hingehen. Und es tut mir so leid. Ja. Es tut mir so leid für dich. Hallo, was denn? Was denn? Nee, alles. Ja, okay. Nein. Und gut, siehst du heute wir sind einfach immer für dich da. Du siehst wirklich toll aus, ja. Ja. Geht Samstag weiter. Ja, jetzt geht's in der Sache Samstag weiter. Ich glaube, du musst ja ohnehin jetzt deinen Mann besuchen, oder? Ja. In der Haft. Ja. Ich fand es sehr mutig, was er gemacht hat am Ende. Ich fand es traurig, dass er dafür... dass er dafür gehen musste, aber... Dafür hat er vorher schon genug provoziert. Ja. Es war klar, dass das kommt. Ja, das ist nicht einfach, ne? Ich hab zu ihm gesagt, er soll ruhig sein. Er hört ja nicht. Wenn wir irgendwas für dich tun können, wir sind immer für dich da. Klären wir später. Alles gut. Gib mir eine E-Mail. Okay. Magst du... schon. Was denn? Sollen wir dich vielleicht zu ihm fahren oder so? Ich hab mein Auto hier stehen. Du kommst also zurecht, ja? Ja. Und ihr? Was macht ihr jetzt? Gute Frage. Ich muss noch zum PD meine Gut, Waffe. Wir fahren dann auch direkt fort mit der Sache SC338, Morse gegen Morsby. Sind dann die beiden Herren und Damen anwesend? Hey. Hey, sag mal, wo der Penny-Button gerade neben dir steht. Kannst du den mal fragen, wie das ist, wenn man wegen Ausweis ändern und so? Wegen der Eheschließung? Ja. Ja, muss gucken, ob ich ihn gleich... Ich frag gleich mal, ob okay, das danke reicht. Dir. Bleib hübsch siehst du aus. Dankeschön. Ich leg erstmal auf. Oh.
Gut, Frau Mosby, schön, dass Sie zumindest da sind. Ihre Anwälte? Huch. Da bist du. Ja, ich habe noch kurz mit Angel telefoniert. Dann wäre es geklärt. Ach so. Ja, ich wollte dir noch was fragen. Du siehst wirklich hübsch aus. Richtig, Danke. Nicht. Du hättest auch vorne stehen können als Anwältin oder so. Gottes Willen. Wahrscheinlich ist es immer noch besser als Jupp, der Jackson. Bis gleich. Tschö. Lynn, ich habe ein kurzes Gespräch mit Herrn Fingers, ja? Ja, hi. Moin. Hi. Gut siehst du aus. Ja, du auch. Dankeschön. Mensch. Hübsch. Wie lange muss Volle denn jetzt da bleiben? Worum geht's denn? Keine Ahnung. Ich bin gerade bei meiner Schwester Essen zu bringen. Na, alter Mann. Hallo. Reden Sie mit mir? Ja, dann kommen Sie. Ja. Alles okay? Warum hat er denn immer noch seine Fußfessel? Ich dachte, das hätten wir jetzt letztens geklärt. Vorgestern. Irgendwie nicht. Candy, was ist los mit dir? Was denn? Ja, du bist schon wieder so niedergeschlagen. Ich habe sehr viel Halsschmerzen. Ach, immer noch nicht besser. Okay. Muss kalten Eistee trinken. Lynn hat fantastischen Eistee gemacht. Möchtest du welchen? Das wäre toll. Warte, dann gebe ich dir einfach mal hier ein bisschen Eistee. Ansonsten hätte ich auch schön. Ratatouille für dich. Das kann man ganz gut essen, weil es richtig weich gekocht ist. Das ist gut. Und fantastische Pulled Pork Burger hat Lynn auch gemacht. Oh. Warte, bekommst du auch? Bekommst du auch? Oh, danke schön. Ihr sorgt euch ja so um mich. Ja, du bist uns ja auch wichtig. Ja. Dann kenne ich jemanden, der das nicht so sieht. Wer sieht das denn nicht so? Wie kann man denn das nicht so sehen, Candy? Naja, von dem habe ich nichts bekommen, ne? Für Oliver. Der hat durch nichts gegen die Im Gegenteil, ich habe noch ihm sein Ordnungsgeld bezahlt. Das finde ich krass. Ja, aber der verdient doch 5000 Mal mehr. Ja, er hat gesagt, er hat eben irgendeine krasse Sache gekauft, die er mir noch zeigen möchte. Ja, deshalb hat er kein Geld mehr. Ne? Keine Ahnung, dachte ich mir auch, ja. Bestimmt. Ich versuche jetzt mal meine Mandeln zu teeren. Seit wann? Achso, nee, doch, du rauchst nur so selten. Oh Mann. Ja, aber das klang ja jetzt alles ganz vielversprechend. Anscheinend werde ich entschädigt, ne? Ja, also der Pennybutton, der war auch echt irgendwie ganz schön salty auf die Staatsanwaltschaft. Ja, da haben die sich ja auch einen Knüller nach dem anderen geleistet, ne? Also. Richtig frech. Da muss man sich besser absprechen, wenn man so ein Ding durchziehen will. Hey! Ich hab gefragt. Hallo. Du müsstest entweder das Dokument über die Eheschließung im Ausland vorlegen, damit ihr hier anerkannt werdet, oder ihr müsstet hier nochmal vor Gericht heiraten. Ah, okay. Ach, meine Güte. Aber ohne gültiges Dokument wird die Eheschließung hier nicht anerkannt. Aber das ist doch gut zu wissen. Genau, also das ist jetzt die Aussage, die die Richter Pennybutton dazu getroffen hat. Ja. Mensch. Unsere Staatsanwaltschaft zeigt sich wieder von der ganz großen Seite, der ganz großen. Ja. Deswegen musst du aber nicht so angespannt sein. Du schreibst doch das Protokoll da drin für die andere Seite, also für die neutrale Seite. Ja. Glaubst du, dass ich bin inzwischen, glaube ich, mit letzter und dieser Verhandlung bei 9 Seiten oder so ein Scheiß. Ja, entspann mal deine Hand ein bisschen. Die sieht ganz schön gestresst aus. So langsam, ne?
Ja, also es ist alles Jacksons Schuld, würde ich mal sagen. Ja. Wie lange muss Foley jetzt in Ordnungshaft? Ich habe nichts mitbekommen. Anstrengend. Richtig anstrengend, Milde. Wie noch gesagt, er soll nichts sagen. Der hört ja, ja nicht auf dich. Ist wohl wahr. Anstrengend. Ja, von Funks zu Wiese, ich bewundere ihre Geduld da drin. Ja, was soll ich auch anders machen, ne? Ja. Hi! Da ja, muss super. Ich jetzt durch. Aber es klang ja, ja heute schon irgendwie durch, dass ich ja gegebenenfalls dann entschädigt werde für diese Haft. Das wäre ja. Danke. Das wäre ja dann schon mal. Wäre ja dann schon mal was. Ja, also da. Was ist denn? Dieser Altstüte ist ja so lecky. Danke. Das freut mich. Das Zeug ist so lecker. Er kühlt den ganzen Hals. So heute, glaube ich, mit Pfirsich. Hast du mal einen Augenblick nochmal für mich? Und dieser Pulled Pork Burger. Oh, das tut echt gut. So was Kaltes. Ja, wenn man eine Küche hat. Wie läuft der Prozess? Alles gut? Wo holst du denn die ganzen Rezepte her? Ich glaube, mein schieß mich einfach. Achso, ja. Ein Kochbuch ist für Kinder oder so. Naja, weißt du, man muss halt echt viel kochen und dann, wenn du so genug Erfahrungen sammelst beim Kochen, dann. Ja, aber ich mache ja schon, aber irgendwie habe ich das Gefühl, außer meinem Traubensaft, ja, wo ich die Trauben halt nicht für habe. Aber Traubensaft, das ist doch Weintraubensaft. Ja, das ist aber alles so weit weg, weißt du. Ja, das verstehe ich. Das nervt immer beim Einkaufen. Aber Preis, warum hast du immer noch diese Fußfessel an? Ruhe. Wie Ruhe? Darüber reden wir nicht. Ach, der hat echt gut getan. Was habt ihr gerade getrunken? Eistee. Ganz kalt. Oh. Ja, Lynn ist so eine Künstlerin. Selbst Eistee wird bei ihr zu einer Offenbarung. Oder, wow. Liebes? Wenn ihr das so seht. Aber Candy, du kannst auch in deinem, wenn du das Kochbuch mal aufblätterst, dann kannst du dir ja auch alle Rezepte anzeigen lassen. Verrate doch nicht all deine Geheimnisse. Und dann siehst du auch, wann es so Sinn macht, Dinge zu kochen. Ah. Ja, ich habe das schon mal, diese Dinger da rausgeklappt, aber ich dachte mir, mein Gott, das macht keinen Sinn, sonst würde es ja gleich vorne stehen, weißt du? Ja, aber dann siehst du halt, ja, wie lange du manche Sachen einfach kochen musst. Ja. Ja. Ach du meine Güte. Ich habe sehr viel Apfelsaft gekocht. Sehr viel. Naja, im Moment bin ich sowieso eine sehr durstige Frau, da passt das ganz gut. So, wir müssen als allererstes schlage ich vor noch zum ACLS. Ich muss mit diesen Wichsern reden. Ja, ich würde gerne einmal kurz. Nein, musst du nicht. Meine Waffe mitnehmen da. Na, Fuchs, dann kannst du ja mit mir kommen. Das ja, heißt, muss ich nicht. Soll ich denen das durchgehen lassen oder was, Lynn? Das ist doch nicht wichtig. Es ist einfach nicht wichtig. Sei froh, dass das Boot wieder geht. Ach, du hast recht. Das ist absolut wichtig. Ich habe für meinen Sand King falsch betankt in Sandy Shores oben. Oh, 800 Dollar. Lass es. Also. Es spielt keine Rolle. Wenn mein Schatz sagt, wir wollen uns darum nicht streiten, dann. Es kostet nur wieder viel zu viel Energie. Dann machen wir das einfach nicht. Ja, du hast recht. Auch können wir auch lösen. Also die falschen Auseinandersetzungen. Welchen Dimensionen leben müsst, mein Gott. Ja. Candy, falls du nicht mit möchtest, müssen wir uns jetzt von dir verabschieden, weil wir wollen zurück. Ich fahre jetzt mit Candy zum Pedi. Was machst du denn da? Ja, die Waffe, die sie mir abgenommen haben, holen noch. Apropos, du hast auch noch meine. Komm ich jetzt mit. Das ist ein gutes Argument. Wir treffen uns auf unserem weißen Wagen.
Genau, da kriegst du deine Waffe wieder. Die liegt jetzt im Auto. Ja, an welchem Wagen? Und dann gehen wir auf jeden Fall noch zum PD. In dem alten Wagen. Hey, ihr beiden. Sag nicht alt. Tschüss. Macht's gut. Alter, was? Samstag. Sagt alter Wagen. Es ist ein sehr, sehr... Nimm Klassiker. Sehr, sehr luxuriöser Wagen. Warte, Oldtimer. Oldtimer heißen die. So was. Was für ein Risiko, das Auto hier stehen zu lassen. So, Candy, meine Kleine. Was? Candy, greif mal in den Kofferraum, da ist deine Pistole drin. Okay. Aber nicht, dass du jetzt losziehst und Foley freipressen willst. Was? Freipressen? Na, irgendwie freipressen, irgendwie einen Geisel nehmen oder sowas. Ich warte einfach, bis er fertig ist. Und dann lässt du ihn laufen? Nach Hause laufen? Nee. So, dann fahren wir jetzt als nächstes zum PD, ja? Ja. Super, fantastisch, da freue ich mich drauf. Aufsitzen. Okay. Wir nehmen alle den Wagen und Lynn fährt. Hä? Ich fahre mit meinem Auto. Wir können dich doch mal wieder auslassen. Okay, gut. Ich will nur freundlich sein. Außerdem, guck mal, fährt auch gleich der Fuchs mit ihr zusammen. Ja, ich verstehe. Alles gut, ich find's witzig. So. Meine geliebte 9mm wieder bei mir. Preis macht Platz, das Auto ist groß. Guck mal, im Handschuhfach müsste auch noch eine Waffe sein. Das ist, na, die habe ich doch. Achso, das ist doch meine. Genau. Aus dem Handschuhfach. Wir müssen aber noch auf Candy warten, also auf die beiden. Auf die Verliebten, auf die beiden. So verliebt sind wie wir? Meinst du nicht, dass da was läuft zwischen Fuchs und Candy? Naja. Den? Ja, was soll denn da laufen? Also, ich glaube noch nicht dran, aber es wäre schön, wenn. Ja, die passen zueinander. Er ist ja auch schon ein reiferer Mann. Na los, gehen wir schon mal nach vorne. Ja, ich muss nur hier meine Sachen stellen. Ja. Oh, kommt ihr doch mal. Macht doch nicht Stress. Wir müssen sowieso noch rein. Waren. Die sind doch schon da. Das glaube ich, glaub ich nicht. Ja, wetten wir um 10.000 Dollar? Nein, wir wetten nicht um 10.000 Dollar. Entschuldige dir.
Guck mal, hier ist gleich ein Geldautomat, kannst du ihm gleich geben. Okay. Also kann ich nicht mitkommen? Du wolltest Candy nicht mitkommen zu dieser Aktion? Okay, gut. Es ist also was dazwischen gekommen. Verstehe. Alles gut? Hallo. Mhm. Er wird jetzt rausgelassen. Oh, dann kannst du ihn gleich mitnehmen. Mhm. Ach, da ist er ja schon. Ist er. Wieder in Freiheit. Ja, man kommt hier immer hinten raus. Oh. VIP-Eingang. Mhm. Okay. So, cool. Ja, von mir aus können wir uns auch direkt hier wegbewegen. Da ist doch übrigens dein Buddy. Welcher Weiß. Buddy jetzt? Was? Weiß. Welch... Ja, was? Weiß? Preis. Ach, Preis. Ach so. Ah. Mhm. Oh, Moment. Oscar, hi. Ach, okay. Ja, ja, ich bin wieder draußen. No. Ach ja, scheiße, stimmt. Ja, ja, das können wir machen. Ja. Ja. Na, muss ich erstmal Candy fragen. Candy, der Oscar, der will noch eine Aussage von mir aufnehmen. Ist jetzt allerdings auch nicht todbringend wichtig. Wenn du jetzt sagst, dass du darauf jetzt nicht so Bock hast. Oder ich frage anders. Was ist denn eine Aussage? Hast du gerade. Ja, das, als ich angeschossen wurde vom DOJ. Ich frage mal. Das ist aber doch wichtig. Ja. Ja, dann wird das auch gemacht. Ja, aber jetzt, das muss ja nicht unbedingt jetzt sein, ne? Ja, so lange wirst du ja nicht dafür brauchen, außer du fängst jetzt bei Adam und Eva an zu erzählen. Ja, ewig werde ich dafür sicherlich nicht brauchen, hast du auch recht, ja. Ja, gut, dann machen wir das jetzt gleich. Na, möchte ich mitkommen. Ja, dann komme ich zum DOJ. Jo, bis gleich. Yo, hi. Hallo, Foley. Kann ich dir ganz kurz unter vier Augen? Ja. Wenn irgendwas ist, rufst du an, ja? Okay, was ist das jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Irgendwelche Leute stellen sich hier einfach mit in irgendwelche Privatgespräche und bleiben stehen und platzen einen an, ohne mal zu fragen. Schweige denn, ohne mal Hallo zu sagen oder so. Macht man das jetzt so? Voll unhöflich. Stell dich da mal dazu. Dann möchte er selber ein Vier-Augen-Gespräch. Hm. Unhöfliche Männer. Lin! Ah, klopf, schönen klopf, klopf. Guten Tag. Ach, vorne ist wieder. Ach, Lin. Ja. Lin, ich wollte mit dir einen Knutschfleck auf der Scheibe hinterlassen. Weißt du, wer die Scheibe schon alles angefasst hat? Also sofort unhöflich und eklig. Ach doch nicht an der Stelle. Das glaube ich nicht. Hallo. Mhm. Ist Foley schon wieder da, oder? Ja, der ist schon wieder raus. Das hat nicht so geklappt. Wo ist er denn? Hier steht draußen irgendwer wieder. Führt er gerade noch ein Gespräch mit dem. Ein Privatgespräch so reingedrängt, ohne irgendwas zu sagen. Was ist denn jetzt mit euren und hat nichts gesagt, nicht mal Hallo oder sowas. Ja, man ist dran. Keine Ahnung. Und dann will er auf einmal von ihnen ein Vier-Augen-Gespräch. Nö, dann sind sie gegangen. Dann dachte ich mir, gut, dann mache ich das jetzt genauso, stelle mich dazu und sag einfach nichts. Hat aber dann auch niemanden interessiert. Schade eigentlich. Du hast nicht bestimmt extra viel Zeit, weil der Campi überhaupt nicht gut auf dich zu sprechen ist. Mhm. Mann. Trau dich, Fuchs. Komm. Sag hier, was sie von der netten Frau ist. Kommt jetzt wieder zurück? Dass dir ihre Situation leid tut.
So. Okay. Wunderschön. Los, geh hier weiter mit dem Kopf. Ja. So. Also, aktuell. Ja, dauert jetzt aber auch wieder langes Privatgespräch. Mhm. Hm. Geht um den Jackson, glaube ich. Das ist ja unangebrachtbar, was er über ihn gesagt hat bei Gericht. Oh ja, das kann er sich doch von seinem Chef selber anhören dann. Ja. Achso, ist es nicht der Palmer? Oh. Ich glaube, das ist der Palmer. Sagst? Ja. Ups. Ups. Naja, kaputt. Ist auch nicht so, dass es mal meiner war. Lalala. Ja, man sieht ihn ja auch so selten. Das stimmt. Obwohl die jetzt entlassen wird, dann könnt ihr wieder auf dem Dach kiffen in Ruhe. Oh. Oh. Was gekündigt wird. Hallo. Ja. Ja? Nichts. Alles gut. Ja. Foley ist raus, ja, fantastisch. Ist es jetzt richtig, dass das der Palmer ist, der bei ihm steht? Ich glaube schon. Das ist der Palmer, ja. Das ist also haben wir doch recht. Was denn? Kannst du meine Waffe nehmen von dem Officer? Ich hab das ganz... Ja, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Sehr gerne. So, und Hallo. Okay, super. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke, ebenso. Ja. Boah, Fuchs, ich weiß gar nicht, wo meine Magazine vom letzten Mal eigentlich alle hin sind. Oh. Dann kannst du welche von mir haben, wenn du willst. Ich hab Fuchs bewusstlos gehauen mit einer Taschenlampe. Ist das denn zu fassen? Können wir dann? Ja, warte kurz. Ich kenne jemanden, der hat den Move auch noch ganz gut drauf. Wer kommt jetzt mit? Ich hab... Fuchs, bleibst ganz du einfach. Hier, Fuchs, wo soll ich denn deine Waffe jetzt hinmachen? Ja, noch so. Ja, ich versuch nochmal mir die zu geben. Okay. Guck mal, ob du die vielleicht da in die Tasche stopfen kannst oder so. Aber Candy, ansonsten würde ich die erstmal nehmen. Wir probieren mal. Und die... So. Ja, meine Herren, es ist für mich hier unsicher, ob wir einfach dann los könnten. Wer kommt alles mit nach Kayo? Lynn, du bist bestimmt dabei. Preis, ja. Du, was mit dir, Fuchs? Candy, fährst du mit zum DOJ? Ja. Musst du arbeiten jetzt wieder, oder was? Ich muss eine Aussage machen. Kommst du mit nach Kayo, Candy? Nee, ich fahre jetzt mit zum DOJ. Ruf an, Candy, wenn irgendwas ist, ja? Okay, mache ich. Schickst du mir dann bitte noch die Dann einen schönen Abend noch, Lynn. Den Kanal. Ja. Und dir, Fuchs, Price. Okay, super. Ja, mache ich. Oh, oder gib ihn mir jetzt. Du kannst ihn doch absetzen und dann kommst du einfach mit. Ja, vielleicht komme ich später nach. Es war Fuchs, Funk 10, 33, 1. 1, 0, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay. Mutti. Zuckerstange am Apparat. Super. Perfekt. Okay. Dann pass auf dich auf. Auf geht's. Okay. Na dann, Freunde von Kayo. Tschüssi. Bis dann, Süßigkeit. Zuckerstange am Apparillo. Für alle der Hinweis, ich ziehe mich nur kurz am Wagen, weil ich um will. Ich muss raus aus diesen Sachen. Ich will in meinen Kayo kommen. So was erzählt man darüber nicht. Ja, das ist eine technische Information.
So, dann werde ich mich mal hier kurz umziehen. Ja, dann treffen wir uns gleich am Hafen. Aber hier hinten ist doch bedeutend mehr Fußraum als in Candys Wagen vorne. Mhm. Angenehm. Ja, ansonsten finde ich den aber, es ist schon so ein kleiner Panzer. Der hier? Ja. Ja. Ja, der macht halt was her, ne? Da fällt man mit auf. Kannst ruhig schon vorfahren. Ach, okay. Können wir mal ganz kurz an einem Klamottenladen halten, weil ich will gerne meinen Helm aufsetzen. Ja. Ja, das ist gut. Wenn ihr da Klamotten kauft, dann gehe ich mal schnell auf Toilette. Fantastisch. So, dann springe ich mal rein. Ja, wenn wir schon hier sind, will ich auch gucken. Kann sich nur um Stunden handeln. Oh, ich muss so dringend. Ich lauf mal vor. Hallo, Sir. Ich brauche noch ein paar Sachen. Nicht gesagt, ich kann die Sachen hier wieder anziehen? Ja, guck mal, hinten in der Garderobe. Okay. Denn wir fahren jetzt gleich wieder rüber, oder? Ja, natürlich.
Ach, dann ziehe ich auch schon mal hier meine... die anderen Schuhe an. Oh, Pink ist eine Farbe für Schlampen. Was? Warum sagst du sowas? Aber es ist eine Schlampenfarbe ist. Warum? Farben sind für alle da. Ja, und Pink für Prostituierte. Waren die nicht eher rot? Oder Stripperin. Da ist das Unicorn. Das sucht neue Tänzer. Kann ich anfangen? Na, geh mal rüber, stell dich vor. Klamotten hast du ja schon passend an. Okay, tschüss. Achso, ihr seid schon fertig, okay. Boah, das sieht toll aus. Ja, laut Preis nicht. Sieht gewöhnungsbedürftig, möchte ich. Aber doch nicht für, aber für Kai und Perichow Verhältnis ist doch vollkommen in Ordnung. Aber Kajo ist doch ein einziger Urlaub. Ja. Gott, es geht zurück auf die Insel. Wie geil ist das denn? Ja, ist immer so eine gewisse Vorfreude, ne? Wenn man dann hier endlich wieder rauskommt aus dem Muff. Ja. Doch, mir tut Candy so leid. Hoffentlich schafft sie es auch irgendwie, sich loszureißen. Ja, aber das muss sie alleine schaffen, weil sonst ist das mit Druck von außen und dann kann sie das nicht annehmen. Ja. Oh, wir hatten so viel Spaß, die letzten Tage Verstecken zu spielen. Ihr habt Verstecken gespielt, das klingt gut. Ja, auf der Insel waren ja ständig Manöver. Feindlicher Truppen. Feindliche Truppenbewegungen. Wir haben uns so lange schon vorgenommen, angeln zu gehen und irgendwie kommt immer was dazwischen. Ja, das ist aber jeden Tag so. Heute hätten wir Zeit zum Angeln. Ja, dann lass uns doch gleich noch angeln gehen. Ja, endlich. So, raus mit euch. So. Achso, wenn ihr gleich noch Platz habt. Ihr müsst noch Sachen mitnehmen, ne? Ja, ihr müsstet noch Sachen mitnehmen. Obwohl, vielleicht auch nicht. Ja, so mein Bootsfahr-Outfit-Helm. Nee, ihr müsst nichts mitnehmen. Passt alles. Im Boot habe ich auch schon Essen reingelegt, damit passt es. Ja, dann frage ich mal, was ich denn einpacken. Ja. Ja, ihr sollt ihn einpacken. Pass schön auf. Wehe, du machst da Kratzer rein. Ja. Jo.
Boot ist denn welches? Was du, wie du parkst. Na dann, fährst du uns, oder? Nee, ich fahre das nicht normal. Hä? Ich fahre dich gern mit dem Auto über die ganze Insel, aber ich habe am Boot fahren keinen Spaß. Aber das ist ja vollkommen leer. Mensch. Das ist vollkommen leer. Nee. Also dieses Boot hier muss doch getankt werden. Ja, dann geht das Boot halt tanken und bringen wir mal eine $10,000 mit. Ich bin den ganzen Abend so angefressen. Warum denn eigentlich? Der weiß ich doch nicht. Hast du was gemacht? Gar nichts gemacht. Bestimmt, weil ihr sein Boot falsch betankt habt. Das haben wir doch nicht gemacht, das waren doch andere. Wer soll das denn gewesen sein? Irgendwelche Freunde von uns. Du musst ganz dein Boot bald umbenennen in Titanic. So, dann werde ich mal tanken. Benzin. Das geht ja hier. Es ist Benzin. Ich weiß, dass es Benzin ist. Das zieht mir auch nie, kein zweites Mal. Wenn du dir unsicher bist, guck in die Papiere. Nein, das weiß ich doch. Es war einfach ein Bedienfehler. Manchmal verrutscht man auf dem. Ja, Fettfinger. Ach so. Machst du hier den Jackson und suchst Ausreden? Wie redest du mit mir? Auf damit. Das ist total toxisch. So, dann werde ich die mal wieder reinstecken da. Schon mal hier das Band wieder abfriemeln. So. Angeschnallt bist du? Ja, sicher, sicher. Na dann, gemeinsame Überfahrt. Los geht's. Aber ich finde es sehr, sehr schade, dass diese Automatik nicht mehr funktioniert. Vielleicht musst du den neu einbauen lassen oder so. Das glaube ich nicht. Warte mal, ich mache mal was anderes. Nehmen wir einen anderen Schaltknüppel hier vorne ran. Muss das mal ein bisschen umkonfigurieren, dann kann ich ein bisschen besser fahren. Nicht ganz so anstrengend. Los geht's. Guck mal, die Luft, die wird gleich irgendwie viel frischer und angenehmer hier draußen. Mhm. Oh, sieh mal, die Sonne ist zwar schon längere Zeit unter, aber der Himmel ist immer noch rot. Ja. Honigkorn, Scharfsichter, komm. Nicht verstanden, komm. Honigkorn, Scharfsichter, komm. Ich höre.
Wie weit seid ihr? Wo seid ihr? Ausfahrt Hafenbecken. Oh, was war das denn? Noch nicht geendet. Ja, weil er wahrscheinlich wieder gerast ist und dann ist wieder kein Sprit da. Dann kann man keine Extra-Touren machen. Er verbraucht halt viel weniger, ne? Wenn man so 40, 50 fährt. Viel, viel weniger. Bei Vollgas wäre jetzt schon ein Fünftel raus gewesen. Hm. Also vorhin ist Preis auch das Boot zurückgefahren. Ich bin jetzt gespannt, ob dann Samstag der Abschluss gemacht wird oder ob es wieder wegen irgendwas vertagt wird. Ja, es kommt auf diese PD 27 an, ob der nun endlich da ist, ne? Weiß zwar nicht, warum er den noch hören will, was das noch bringen soll, aber gut, ist halt der Richter. Also viel wichtiger ist ja, was wird aus Kayo? Erheben die Besitzanspruch oder nicht? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Muss man was trinken zwischendurch? So, so ist gut. War bestimmt schon wieder knappig. Du vergisst immer das Trinken. Ja, was heißt knappig? Ja, ja. Ich bekomme dann Durst und dann trinke ich was. Genau, immer wenn der Brand dann schon groß ist. Onika, im Bärenfalle, bitte komm. Da. Wer ist denn Bärenfalle? Bist du das? Weiß ich nicht, ich antworte darauf nicht. Bärenfalle, bitte komm. Ja, du Arsch. Warum jetzt Arsch? Was willst du? Mir wurde zugetragen, dass das dein Codename ist. Aha. Was meinst du? Was meint er damit? Warum ist das so wichtig? Was willst du denn jetzt? Wo hast du das Essen verstaut? Komm. Kofferraum vom Boot, in dem du dich befindest? So verstanden, Honecker Ende. Haben wir Verbandskästen auf der Insel? Haben wir? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wieso fragst du? Vielleicht, nur vielleicht, könnte es sein, dass Preis vielleicht nachher einen benötigt. Hey, was? Hey. Doch nicht auf so einer Insel. Wir kriegen doch da keine medizinische Betreuung, nichts. Macht man nicht. Wenn der stolpert, kann ich doch auch nichts dafür. Man kann doch über alles reden. Wir erwachsene Menschen, oder etwa nicht? Aha. Achso, was eigentlich mit meinem Auto? Konntet ihr es auch überführen oder nicht? Nee. Musst du noch aktivieren, lieber. Oh, nee, sag nicht, dass ihr. Hm? Der steht immer noch an dem Parkplatz dann. Ja. Wie heißt Preis auf dem Funk? Honecker. Honecker, kommen.
Honecker, komm mal bitte. Ja, aber ist ja nicht so schlimm, dann machen wir es ein andermal. Müssen wir nicht heute machen. Müssen wir nicht heute machen? Müssen wir nicht heute machen, nee, nee. Honecker hört. Hat sich schon erledigt. So verstanden, Honecker Ende. Lass uns das Samstag machen, wenn wir eh wieder zurück müssen oder in einer. Okay, gut. Aber dann müssen wir, dürfen wir nicht vergessen, dass wir unbedingt das klären müssen. Muss ja eingeparkt sein da. Kannst sich ein kleines Stück Backbord halten. Ja, noch ein Stück Backbrot. So schaut es erstmal besser aus. Oh, jetzt kommen wir mal Wellen, wa? Auf einmal hier draußen. Das ist ganz interessant. Das war vorhin so ein Zwischenstück, ist total wellig und dichter an der Insel dran sind die weg. Ja, ja. Aber mit genug Geschwindigkeit fliegt man ganz schön über diese Wellen. Ja, aber kostet auch Sprit wie Sau und wir wollen ja da vor Ort auch noch ein bisschen fahren können.